Guten Morgen. Daniel hat erzählt, mein Problem gestern auch lösen können mit meiner Festplatte. Wir haben erstmal alles nochmal kopiert auf die interne Festplatte. War genug Platz. Weil das waren echt nicht viele, also viele, viel Speicherplatz. Was man gerade braucht hätte. Wobei, es ist immer noch genauso. Hat er das nicht gemacht? Nee. Das sieht nur andersrum aus. Eigentlich wollte die Festplatte formatieren gestern. Hat er wohl nicht gemacht. Oh. Egal, dann muss ich es erstmal aufs Interne packen, höchstwahrscheinlich. Aber ich habe keine Ahnung, wie viel Platz da drauf ist. Auswerfen. Okay. Aber hat er nicht. Naja, muss er nachher machen. Also einmal formatieren, weil da stimmt irgendwas gewaltig nicht. Und wenn das immer noch nicht funktionieren sollte, neue Festplatte. Ja. Ich habe zumindest mit Dateien gesichert auf interne. Nicht, dass die Füße hochhebt und dann ist alles weg. Das wäre blöd. Wäre für die Endcard blöd und das wäre für die Outtakes blöd, die noch da sind und die Lesematte, die ich gedreht habe. Aber vor allem halt die Outtakes, die können dich ja nie wieder nachholen. Ja, mal gucken. So. Hörnchen war auch schon unterwegs. So. Noch was? Ich werde morgen ein Haarbärchen getreten. Oh, das ist super. Das fängt dann gut an, der Tag, wenn man gleich in ein Haarbärchen tritt. Genau. Oh. Obwohl, es wird schon so früh hell. Man denkt einfach, das ist ja diese blöde Zeitumstellung, die kein Mensch braucht. Das ist so unnötig. Und jedes Jahr heißt es, ja, wird abgeschafft und jedes Jahr passiert dann doch nichts. Ja, egal. So. Donnerstag, das heißt 0 bis 12. Und nachher zum Zahnarzt. Und dann hole ich mir ein Eis danach. Ich hoffe, die haben Zimt-Eis da. Das ist ja immer so ab und zu wechselndes Sortiment. Die haben ja nicht immer alle Sorten. Also die Standardsorten, Schoko und so weiter immer, aber so speziellere Sorten immer nur ab und zu mal. Das wechselt halt. Und ich möchte gerne Zimt-Eis essen. Hätte ich jetzt Lust drauf. Genau. Okay. Ich habe noch eine Viertelstunde Zeit, bis ich mich einloggen muss. Und dann werde ich jetzt ein bisschen lesen. Und dann gucken wir mal. Ach so, was ich noch sagen wollte. Ich habe es gestern Abend nicht mehr geschafft, die Wahrheit auszulesen. Weil ich musste noch eine, knapp Dreiviertelstunde lange Sprachnachricht beantworten. Und das dauert natürlich auch, nicht? Ist klar. Aber das war wichtiger als lesen. Von daher gehe ich es heute an. Wie viel habe ich noch? Nicht mehr viel. Ich hoffe, dass ich es heute schaffe. Und ja, nachher auf dem Weg zum Zahnarzt werde ich auf jeden Fall das Hörbuch hören. Weil ich am Zahnarzt warten muss. E-Book lesen. Genau. Aber ich finde immer noch History of Us ist sehr, sehr gut. Finde immer noch sehr gut. Und Little Falls sowieso. Also, ja. Genau. Ich bin müde. Schlafe mal kurz. Aber ich habe schon Kaffee neben mir stehen, logischerweise. Auch schon wieder halb leer, weil ich ja so ein kleines Tässchen im Moment nehme. Dann will ich halt auch 3 Tassen Kaffee. Aha. 3 Tassen Kaffee trinken kann. Genau. Verteilt sich dann besser. Gut, jetzt muss ich anfangen zu arbeiten. Ich habe keine Lust, aber gut. Nützt ja nichts. Muss ja gemacht werden, gell? Und die eine Aufgabe muss ich bis nächste Woche Donnerstag, ja, fertig haben. Aber da bin ich gut im Rennen. Das schaffe ich. Das ist kein Problem. Und wie gesagt, heute bis 12. Morgen auch.
Morgen habe ich dann noch kurz vor Feierabend einen Termin, der ja gestern, also die Termine von gestern, die wurden ja alle verschoben. Ganz komisch. Und eineinhalb kurz vor meinem Feierabend. Und ich hoffe, dass ich dann pünktlich, ich habe gesagt, ich muss pünktlich raus, weil ich musste dann direkt los zum Friseur. Ziemlich direkt. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde Zeit, aber ich, ja. So bin ich länger drin, weil wird mir mehr Zeit abgezogen. Das ist total komisch. Ich muss also um 12 mich ausloggen. Ja, dann wird halt nur eine Stunde abgezogen, sonst wären es mehr. Also das ist eine total merkwürdige Zeitrechnung, aber okay. Ja, das da wegen. Nichts drüber und so. Guti, dann auf in den Kampf. Euro. Ist das hier eine Aufregung? Daniel, die Festplatte wieder hinbekommen nach ewigem Tamtam. Also erstmal hieß sie nicht mehr Rohdaten, dann hat er hieß sie nur Volume. Ich konnte sie nicht umbenennen, was ich auch schon komisch fand. Ich so, okay. Dann hat er sie mir umbenannt. Dann wollte ich die Datei wieder rüberkopieren. Geht nicht. Wahrscheinlich das falsche Format oder keine Ahnung, hier ging es nicht. Jetzt kopiert's. Daniel ist auch schon los. Hat schon wieder Bücher da unten gefunden. Ich, ja, schnell bist, kannst du mal gucken gehen. Ich so, ich gehe jetzt nicht raus. Und dann suche ich seit ewigen Zeiten, das ist noch eine alte Wohnung, suche ich für diese diese beiden Spardosen, die Katze und das Schwein, die Schlüssel. Ich finde sie einfach nicht mehr. Und das, wie gesagt, seit 10, 15 Jahren oder so sind die Schlüssel weg. Und ich weiß nicht, wo sie hin sind. Die haben so spezielle Schlüssel, beide denselben. Jetzt habe ich online gestern geguckt bei Amazon, ob ich irgendeine Spardose finde, die diesen Schlüssel hat. Habe ich gefunden. Daniel hat mir gestern einiges bestellt, eben auch so ein Sparschwein. Erst habe ich eins gesehen für 10 Euro, da müssen wir aber zwei Stück bestellen. Das ist Quatsch, ich brauche ja nicht mal eins. Ich brauche gar keine Spardose, ich habe genug Spardosen. Und was wollte ich sagen? Ja, da gab es noch einmal das gleiche für 15 Euro, aber es hat eins. Schickt meine Mutter mir noch ein Foto. Schick. Die haben nämlich jetzt Schmetterlinge an der Wand. Schmetterlinge an der Wand. Und Vogel. genau. Und ja, habe ich eben mit meiner Mutter telefoniert. Oder vorhin, ist ja auch schon mehr Weilchen her. Da ist zwischendurch einiges passiert. was wollte ich jetzt sagen? Und habe ihr gesagt, dass ich halt ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Dass ich diese Schlüssel nicht finde. Und dann fiel mir ein, Moment mal, ihr habt doch so eine Reisekasse. Da ist doch auch ein Schlüssel. Ist das nicht auch so ein Schlüssel? Dann war ich aber gleich sehr skeptisch. Ist es das wirklich? Und dann schickte sie mir ein Foto, aber nicht von der Reisekasse, sondern von zwei anderen Schlüsseln. Unter anderem von so einem Geheimversteckbuch, was auch immer es aussieht wie ein Buch, was ganz ist. Und da war tatsächlich so ein Schlüssel bei. Das heißt, die haben die ganze Zeit, ich hätte mir den ganzen diesen Schlüssel ausleihen können, um an dieses Geld ranzukommen, weil ich nicht weiß, wie viel überhaupt drin ist. Also an dem, vor allem in dem großen Sparschwein, dem roten, muss so einiges drin sein. Also so wirklich einiges. Nicht nur ein paar Cent oder sowas. Ich habe aber keine Ahnung, wie viel. Das war mein allererster Sparschein, wo ich so, als ich nicht mal richtig laufen konnte, habe ich schon da Geld reingestopft. Meine 5-Mark-Stücke pro keine Ahnung was. Ja. So ist das. Habe ich also quasi bald ein Sparschwein, ein weiteres, wo auch zum Schlüssel dran ist. Ich habe dann zwei Schlüssel davon wieder. Wahrscheinlich werde ich mir an meinem richtigen Schlüsselbund dran machen oder so, damit es an einem anderen Schlüsselbund dran machen, damit es nicht wieder verloren geht. Ja, genau. Warum, wieso, weshalb ich da jetzt ran muss, erzähle ich euch dann nach dem Zahnarzt. genau. Oh, zu viel gelacht. Oh, jetzt mache ich mich fertig. Ich bin nämlich immer im Schlafanzug. Schon was gearbeitet, so ist ja nicht. Nicht nur telefoniert und gemacht und getan, sondern auch was schon gemacht. Von daher werde ich mich jetzt erstmal fertig machen. Gefrühstückt habe ich auch schon. Und dann, ja, Chaoshausen. Ich habe gerade Pause, bis sie ist gleich vorbei. Habe gerade einen Salat gegessen und dann fiel mir gerade eben ein, hatte ich immer gedacht, so, wie machen andere das, wenn die, mit den halben Stunden Pause? Und wie würde ich es auf Arbeit machen? Und dann nehme ich mir meistens auch nur Salat oder sonst irgendwas mit. Aber ich habe mir gedacht, so, man könnte ja auch das Zeug abends vorkochen und am nächsten Tag essen. Das ist die logische Erklärung, oder? Warm gemacht und gut.
Ich meine, allein diese Spätzle fand ich mit dem nächsten Tag sowieso noch mal irgendwie noch besser. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich mache mir heute Abend das Curry für morgen. Und für nächste Woche kann ich mir den Spätzlepfanne wieder machen. Oh, ich glaube, das mache ich. Das mache ich wirklich. Kann man vielleicht nicht mit allen Gerichten machen, aber man kann zumindest schon mal alles soweit, naja, alles vorbereiten, am nächsten Tag davor nicht. Aber sowas, das geht auf jeden Fall. Und dann brauche ich es nur noch warm machen. Ach, das ist gut. Ja, dann mache ich das, glaube ich. Dann mache ich heute Abend die Currysoße wieder. Ich weiß gar nicht, was ich mir das Rezept aufgeschrieben habe. Und ich muss ich das Video nochmal angucken. Aber das war jetzt nicht so schwierig. Naja, kriege ich es wahrscheinlich auch. Das war so einfach, weil ich immer gedacht, man muss Soßen immer mit Meerschwitze machen oder halt Tomatensoße, das nicht, die ich gemacht habe. Aber Daniel macht es halt auch. Das ist ein böser Akku. Ja, wie gesagt, Daniel macht sowas auch mit Meerschwitze, so eine Currysoße oder sowas. Und da stand auch so in dem Rezept, was ich immer rausgesucht hatte, als ich das erste Mal eine eigene Currysoße gemacht hatte. Und das dachte ich, man muss alle so eine Soßen mit Meerschwitze machen. Da habe ich eben Bammel vor, weil ich denke, das klumpt bei mir bestimmt. Da traue ich mich nicht ran. Und von daher finde ich es sehr gut, dass diese Soße ohne Meerschwitze ist. Und durch diese Kokosmilch, die ja auch so ein bisschen fest ist, das wunderbar ist. Ja, dann mache ich mir die heute Abend für morgen. Dann habe ich morgen was Leckeres zu essen. Auch den Reis kann ich ja schon mal vorbereiten. Dann ist alles zusammengemengt und dann ist auch schön. Passt. Genau. Ach, das ist doch eine tolle Idee. Ich hoffe nur, ich habe heute Abend wirklich die Motivation dazu. Das ist ja doch so eine Sache, ne? So eine Motivation finden, das zu machen. Aber ja. Gut. Ja. Mittlerweile ist natürlich das Teil zur Festplatte wieder zurückkopiert. Das dauerte ja gestern auch schon ewig. Obwohl es gar nicht so viele sind, irgendwie dauerte das Jahre gefühlt. Und diesmal dauerte das auch Stunden. So, jetzt muss ich mich wieder einloggen. Pause ist vorbei. Ich habe jetzt noch zwei Aufgaben, die ich machen muss. Oh nee. Okay. Sekunde. Was habe ich hier? Was habe ich hier? Okay. Ah, Sekunde. Ich muss mir das mal aufschreiben. Also kopieren. Mein Rechner will nämlich jetzt neu starten. Und ich kann das ja nicht abdüdeln. So, hallo? Hä? Ich habe das da rauskopiert. Was will dieses Ding von mir? Gib mir das. Hä? Warum macht das das denn nicht? Sonst kann ich doch aus Skype auch was rauskopieren. Oink. So, nochmal. Jetzt. Okay. Das ist. Halt eingeben auch schön so weg 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 speichern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Immer schön speichern. So, dann kannst du auch von mir aus, jetzt kannst du neu starten. Ja, muss neu gestartet werden. Ah, knack mein Knöchel. Oh Gott, ja. Oh, jetzt habe ich noch ein paar Minuten länger Zeit. Bis der wieder hochgefahren ist. Genau. Beim Daniel gestern auch beim Neustarten von dem iMac. Ja, der ist ja generell, dann startet ja so langsam. Der ist so. Der war von Anfang an so langsam. Es ist nicht mein Laptop, der so da ist. Genau. Ich weiß nicht, wie schnell sein Laptop hochfährt. Das kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich auch sehr schnell, wenn dann sagt, das andere war langsam. Oh ja. Mir ist langweilig. Also nicht langweilig, mir ist bläh. Nicht langweilig, das ist der falsche Ausdruck. Manchmal kommen Wörter in den Kopf, die gar nicht stimmen. Nee, langweilig nicht. Oh, das ging aber jetzt schnell. Ah, naja, weil es nur Neustarten ist und nicht komplett runterfahren und wieder hochfahren. Das dauert bei dem Ding 1000 Jahre. Er muss den zweimal einloggen. Und ja. So. Es könnte aber sein, dass das Update noch dann kommt. Ein Update, da muss einfach nur neu gestartet werden. Ich weiß es gar nicht. Windows wird vorbereitet. Nee, das sieht gut aus. Gut. Ja. Nö, dann ist erstmal nichts weiter, glaube ich.
Ich habe schon überlegt, wie ich euch das nachher alles erzählen kann, was ich da so mache. Genau, aber das mache ich erst später. Mal gucken, was heute überhaupt passiert beim Zahnarzt. Ich habe keine Ahnung. Ein bisschen Bammel habe ich ja schon bei dem ganzen Zeug, ne? Ganz ehrlich. Nachdem ich letztes Mal so ein Desaster war, wo es ja schon mal so ähnlich war, habe ich jetzt wirklich, wirklich davor nochmal Bammel. Nicht vor Schmerz, sonst irgendwas, einfach nur vor dem damit umgehen, sozusagen, wie mein Kopf damit reagiert. Ja, das könnte immer kriminell werden. Okay, ich bin wieder da. Jetzt muss ich nur noch Skype und Outlook wieder starten und meine Datei, in der ich gleich was basteln muss. Und dann kann ich und die andere. Ein anderes Programm starten, wo ich noch was machen muss. Und dann mache ich das schnell durch und dann bin ich auch schon fast im Feierabend. Schnell, schnell. Und wenn ich ein bisschen rumgezickt hatte, keine Ahnung warum, habe ich es alles geschafft und habe Feierabend. Ab in die schöne Sonne. Mal gucken, wie viel Grad sind denn heute? Oder jetzt? Oder wie auch immer? 11. Passt. Okay. Das heißt, erstmal eine Runde laufen und dann ein bisschen entspannen und dann zum Zahnarzt. Und dann Eis. Zur Belohnung. Obwohl, hört er ja nicht wirklich, was ist. Aber ich kann zumindest, weil hier nichts gebohrt wird, kann ich jetzt zumindest gleich danach ein Eis essen. Genau. Gut. Auf wie auf. Auf wie. Was? Das waren irgendwie auch wieder zwei Sachen zusammen in meinem Kopf. Und dann kommt so eine Grütze. Ihr kennt. Dachte ich gerade, dass dieses ganze Formatierungsgedönsi mir in Final Cut Pro hier die ganzen Ordner weggehauen hat, aber nein, alles wieder da. Das heißt, ich stehe jetzt im Vlog, ich habe eine Stunde Zeit und dann muss ich los. Ich habe jetzt meinen zweiten Kaffee für heute. Na, gibt es noch einen dritten und ja, auf den freue ich mich jetzt richtig. Die ganze Runde gedacht so, und das ist im Heubuch auch Kaffee erwähnt, weil ich dachte, Kaffee wäre jetzt gut. Ich freue mich auf meinen Kaffee, gleich gibt es Kaffee. So, ich jetzt eben die Katzen versorgt habe mit Futter und so weiter, frisches Wasser, bla bla. Ich habe auch erst einen Schluck getrunken und jetzt freue ich mich auf den ganzen Rest. Oh. Wie verwirrt war ich denn gestern? Ich brauche sie demnächst bald, jetzt heute. Was? Entscheide ich mal. Immer über sich selber lachen kann. So gut. Ja. Okay, ich schneide mal weiter. Was mir gerade einfällt, was ich euch gestern schon erzählen wollte, als ich meine Haare dann wieder geföhnt habe. Es war gestern schon ein bisschen zu durcheinander, keine Ahnung. Dass ich ja immer noch begeistert bin von dieser Bürste. Sie zieht mir kaum Haare raus, sie zieht nicht. Die hätte ich mal zur Grundschulzeit haben müssen. Denn da bin ich oftmals in die Schule gegangen, weil ich, also völlig ungekämmt, also das heißt völlig ungekämmt, fast ungekämmt, weil ich hinten so einen dicken, fetten Knoten hatte und den ich rausbekommen habe und niemanden rangelassen habe. Und ich bin ja so mega empfindlich, was Haare kämmen betrifft. Auch beim Friseur und so, die ziehen mich da immer auf seit ein paar Jahren, also seit ich da bin, dass es eben so mal so zieht. Und dann kam die ja irgendwann mit dieser Bürste. Und ich dachte so, jetzt kommt er mit einer Bürste, es tut dann noch mehr weh. Aber nein, überhaupt nicht. Und ich habe gesehen, bei Amazon gibt es die auch, ich verlinke die euch mal. Also wenn ihr lange, lockige Haare habt oder wellige Haare, wie auch immer, oder Probleme mit ziependen Haaren, mit extrem ziependen Haaren, wie gesagt, habe ich immer, ich konnte sie auch nie kämmen, wenn sie nass waren, dann hat es am meisten geziept und ich hatte immer büschelweise Haare in meinen Bürsten, egal was drauf stand bisher, es stand ja immer drauf so Anti-Ziep, Anti-Dies, Anti-Jenes, vergiss es, es hat immer geziept. Alle möglichen Bürste haben immer geziebt. Ich habe es auch mit einem dicken Kamm mal probiert, das war ja noch schlimmer. Ja, aber die, ich kann mit nassen Haaren wie durch Butter begleitet, diese zieht wieder kaum Haare raus. Das ist, wow, ist ihr Geld wirklich wert. Ja, jetzt habe ich alles mögliche schon ausprobiert, was es so gibt und was man so kaufen kann und wie war bis jetzt, ist die beste überhaupt. Ja. Genau, wollte ich euch noch gestern schon gesagt haben. Ich habe dann da so gesessen, das muss ich gleich mal einmal erzählen. Und dann habe ich gesehen, dass man die auch auf Amazon bekommen kann. Für diejenigen, die es interessiert, die vielleicht auch so Probleme haben wie ich. Große, große, große Empfehlung. Herrlich. Ich bin heute echt verwirrt. Ich habe gedacht, ich löse das nachher auf, ne?
was das für ein Geheimnis gelingt. Das ist kein Geheimnis, was ich da, oh, was mit diesem Buch auf sich hat. Aber heute ist doch erst Donnerstag, wir lösen es doch erst morgen auf. Für alle, die sich schon gefreut haben, sorry. Ich bin heute nicht ganz bei mir. Ich habe gerade Hunger. Ich weiß gar nicht wieso. Ich habe eine Milchschnitte, die kann ich essen. Dann ist es auch leer. Ja, die esse ich denn noch. Und dann ist gut. Dann geht es gleich schon los. Der Vlog geht jetzt noch 4 Minuten. Und ich habe nur eine halbe Stunde. Und dann muss ich los. Und wisst ihr, was mir gerade mit dem Zähneputzen eingefallen ist? Dank der Bürste brauche ich auch das hier nicht mehr. Also das ist jetzt hier diese Kids-Variante, die war ja beim letzten Kauf von dem Zeug dabei. Moment, ich habe es einmal noch im Schrank. Hier. Das ist das eigentliche, was ich immer gekauft habe. Ist auch wahnsinnig ergiebig, kostet aber auch mal, ich glaube, 10 Euro oder so. Wie gesagt, letztes Mal im Doppelpack. Und ist, ja, wie gesagt, wahnsinnig ergiebig. Aber ich brauche es nicht mehr, weil das ist ja auch für Antizip und damit man besser durchkämmen kann. Dank der Bürste brauche ich es nicht mehr. Ich nutze es natürlich jetzt noch zu Ende, aber kann ich mir entsparen. Somit rentiert sich die Bürste erst recht. So, ich ziehe mir jetzt eine Jeans wieder an und dann geht's auf zum Vornarbt. Ich liebe dieses Zimt-Eis. Ja, das heißt, ich bin jetzt schmeckendes nach Hause. Hier sind überall Menschen, ich weiß auch nicht. Sonne und so, ne? Guten Abend. Ich melde mich dann auch mal wieder. Nach meinem kleinen Eis. Ja, ich habe telefoniert. Erst kurz meine Mutter. Dann meine Freundin. Jetzt kommt Daniel, der hat auch zwischendurch angerufen. Ja. Ich habe also die ganze Zeit telefoniert. 3 Stunden lang. Klappt. Und heute wurden wieder Abdrücke gemacht. Also ein Abdruck für mehr. Und so ein komisches Dings reingepackt und nochmal so eine Masse zwischen die Zähne gemacht. Und sie hat mir gesagt, nächstes Mal kommt das ganze Zeug in schon in Wachs und danach ist es richtig. Naja, das weißt du jetzt, wo für die ganzen 1000 Termine sind. Ja, schön. Aber der macht es wenigstens vernünftig so wie die andere, wo ich schon mal was hatte und das war Mist. Gerade geabendbrotet und das Video zu Ende, was ich vorm Losgehen angefangen habe zu gucken. Das kann was von Amazon hier. Könnte für mich sein. Daniel für mich was bestellt, weil ich überall Versandkosten rein hatte. Ist es nicht mehr normal, dass man, wenn man ein Buch bei Amazon bestellt, dass man dann keine Versandkosten mehr hat? Ist das nicht mehr? Ist das rausgenommen worden? Ist das nur noch mit 29 Euro? Kann ich nicht mehr bei Amazon bestellen. Ich will kein Prime haben. Wozu? Wir haben einmal Prime. Egal. Gucken wir mal. Kommt jemand? Hallo? Komm rein. Sieht man nicht. Man sieht dich nicht. Wie geht's dir wieder? Sehr frech. Ja. Sieht man nicht? Das ist die falsche Katze. Ich meine dich gar nicht. Man sieht gar nichts. Warum ist denn das so dunkel? Ja, sieht man, die ist weiß. Ja, gut. Ich werde jetzt hoffentlich noch. Ah, und ich musste so lange warten, dass ich mein E-Book ausgelesen habe. Ich habe Herzklopfen und Little Falls beendet. Ich weiß nicht, wie viele Seiten das hat. Weil bei Teil steht das nicht, wie viele Seiten ein E-Book hat. Bei Amazon will ja immer sein so und so viele Seiten. Ich habe jetzt einfach das genommen, was beim ersten Band ist, also 300. Ne? Ja. Oh, unscharf. Also habe ich jetzt 300 Seiten genommen. Wahrscheinlich auch um die 300 irgendwas Seiten von daher. Mann, Mann, Mann. So was Freches. Genau. Ja, und auf dem Hinweg zum Zahnarzt habe ich auch noch das Hörbuch gehört. Das heißt, da habe ich auch einiges gehört in A History of Us. Gefällt mir auch immer noch richtig gut. Und jetzt will ich hoffentlich noch die Wahrheit lesen, ein bisschen. Letzten 1,5 Stunden. Mal bei. Jetzt erstmal gucken, was da in dem Paket drin ist, wahrscheinlich. Und dann melde ich mich wahrscheinlich gleich nochmal wieder, wenn das da drin ist, was ich denke, weil es könnte von der Größe passen. Gucken wir mal. Und wenn nicht, verabscheue ich mich. Aber ich glaube, wir sehen uns gleich nochmal. Darf ich vorstellen? Das ist Piggy. Ja.
Piggy ist jetzt nur hier, weil ich diesen Schlüssel brauche. Ohne Witz. Um dann festzustellen, also meine Mutter und ich haben es heute festgestellt, dass meine Eltern auch so einen Schlüssel zu Hause haben. Ich dachte, da wären zwei dran. Schade, nur einer. Na gut, kommt in meinen Schlüsselbund. Weil ich habe seit Jahren suche ich so einen Schlüssel, weil ich in meine Spardosen nicht mehr reinkomme. Weil ich festgestellt habe vorher, dass die eine leer ist. Aber, was kommt mit hier? Meine allererste Spardose hier, mein allererster Sparschein, hat genau so ein Schloss. Und ich kam da nicht mehr ran. Ja, ich brauche kein Sparschwein eigentlich. Also kein neues. Das gibt's noch nicht. Aber ich will endlich wieder da rankommen. Jetzt gucken wir gemeinsam, wie viel Geld da drin ist. Warte, ich brauche die Schlüssel. So. Ich muss mal gucken, was ich am schlausten hinpacke. Seht ihr was? Nee. Warum nicht? So, hier vielleicht. Ich will ja bloß endlich wieder hier ankommen können. Hä? Wieso passt denn das jetzt bitte nicht? Verarsch mich jetzt nicht, ey. Wieso geht denn das da nicht ran? Das war doch aber so ein Schlüssel. Das muss doch gehen. Der ist so scharfkantig. Hä? Das ist so eine Billigqualität anscheinend. Komm schon. Shit. Ja. Hm? Ja. Bitte? Der Schlüssel ist Mist. Warum? Hast du schon abgebrochen? Hier geht's. Bei dem geht es nicht. Ich krieg den nicht rein. Ah! So. Krieg ich nicht mehr raus. Filmst du das? Ja, ich dachte eigentlich, ich filme das, aber ja. Das will einfach dann nicht. Gib mal her. Das da? Ja. So. Bei Piggy geht das. Einigermaßen. Bei meinem Freundchen nicht. Obwohl, eigentlich war das auch so ein Schlüssel. Ja, der ist kleiner, der hier reinkommt. Aber mit der Katze und dem anderen Schlüssel ging das. Und der hat auch so ein Schloss wie das hier. Naja, aber der Schlüssel ist ja viel größer. Ist ja warte viel breiter. Mal, ich hol mal die Katze. Oh, dann probieren wir bei der Katze. Weil endlich bei der Katze und meinem roten Schwein ging das. Mhm. Da waren beide Schlüssel kompatibel. Aber hier kann es nicht passen, der ist zu groß. Scheiße. Der ist ja noch so klein. Ja. Der kann nicht passen. Ärgerlich. Ja, ist nicht schlimm. Wir haben noch Garantie, wir können zurückschicken. Dann soll meine Mutter mir mal einen anderen Schlüssel mitbringen. Vielleicht passt der ja. Ist der nee, das sieht nur so aus. Das ist schmutzig und alles. Ja, und ein bisschen voller von diesem Styropor. Ja, nee. Der ist nicht schön. Nicht so richtig. Nein. Das war der Einsatz mit X. Mhm. Probieren wir den nächsten Schlüssel. Ich habe echt gedacht, das passt. Scheiße. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich den Schlüssel habe. Warte. Drei Schlüssel. Oder vier. Ich weiß gar nicht, wie viele Schlüssel ich dazu hatte. Hier war nur einer, weil sonst hat man immer so zwei. Na egal. Okay. Ich gehe jetzt lesen und traurig sein.